Ja, hallo Leute und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem neuen Einkaufsvideo. Und wie ihr sehen könnt, machen wir das Einkaufsvideo heute bei Aldi. Genau, wir werden heute uns Aldi Nord ansehen. Wie ihr wisst, habe ich hier ja bei mir nur Aldi Nord und ich bin gespannt, was uns da so erwarten wird. Ja, und gleich am Anfang befindet sich der Aktionsaufsteller. Mal gucken, was ich da so für Aktionen. Irgendwie sieht das hier ein bisschen leergeräumt aus. Normalerweise flasht das ein bisschen mehr oder es sticht mir immer sofort gleich ein Produkt ins Auge. Das ist hier nicht der Fall. Naja, für 69 Cent haben wir hier mal Fruchtgummi im Angebot. Einmal die sauren Trolli-Glühwürmchen und die Trolli-Dino-Rex. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Die mag ich sehr, sehr gerne. Naja, gut. Hier Milka-Schokolade für 99 Cent im Angebot. Und wir gehen einfach mal weiter. Was ist das denn da unten? Was liegt da denn rum? Ach so, das ist so ein Stück Schnur irgendwie von irgendwie so Paketen oder was weiß ich. Liegt da einfach so rum. Und ja, okay, die Frau trägt einfach ein Bettlaken. Kann man heute so tragen? Alles klar, ich gehe weiter. Gut, wir gehen einfach mal hier den Gang weiter lang und hier ist irgendwas ausgelaufen oder hier scheint irgendwie das Kühlregal zu tropfen oder irgendwas ist da. Weiß nicht, musste abgedeckt werden mit irgendwelchen Waschlappen. Wahrscheinlich tauen die da irgendwas gerade ab und da läuft das Wasser über. Ja, wir haben hier einmal Geflügel-Mini-Salami. Das ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die nur Geflügelfleisch essen dürfen. Gibt es ja auch. Meine Mutter darf zum Beispiel nur Geflügel essen, weil Schwein und Rind für ihre Krankheit nicht so gut ist. Also Mini-Salami jetzt auch als Geflügel. Dann haben wir hier einmal auch eine Aktionskühltruhe. Oh mein Gott, für 1,99 haben wir das Cremissimo-Eis im Angebot. Und ich sehe hier gerade die Sorte mit Strawberry Cheesecake. Und ich würde sie so gern für euch testen, Leute. Und ich mache es auch noch. Hier einmal die vegane Variante von Bourbon Vanille. Ich mache es auch noch, aber das ist ein Riesentopf und der passt einfach nicht in mein kleines Gefrierfach rein. Und da sind noch Sachen drin. Oh, hier haben wir einmal das Magnum Double Gold Caramel Billionaire im Angebot für 3,99. Hier steht aber Multipack. Ist das ein Multipack? Nee. Das ist doch kein Multipack, oder? Da sind doch nur drei Stück drin. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es im Angebot. Und ja, was haben wir hier noch? So, ich bin hier gerade im Kühlregal. Gibt es da irgendwas Neues? Hier der Weichkäse ist für 1,99 im Angebot. Geramont. Einmal die Sorte mit Creme würzig. Dann haben wir hier einmal noch mit Joghurt. Ja, also eine Joghurt-Variante. Und hier haben wir noch mal eine fettreduzierte Variante. Hier steht drauf cremig leicht und natürlich das Original. Und ab und zu gibt es noch die Sorte mit Kürbiskern. Die finde ich auch richtig, richtig lecker. Aber die ist hier gerade nicht bei Aldi im Angebot. Ja, wir haben hier bei Aldi noch so diese Gummilatschen. Kennt ihr die? Oh mein Gott, wie bunt sind die denn? Die haben wir früher als Kinder mal zu Hause getragen im Garten. Also die sind wirklich sehr, sehr effektiv. Also. Und die sind noch innen, man kann sie noch kaufen. Also ich finde die richtig gut. Damit sind wir als Kinder immer durch den Garten gelaufen im Sommer. Kann man mal machen. Und ich sehe hier gerade die neuen Lachgummi-Fluffies in der Sorte mit Joghurt im Angebot. Die sind neu. Die werde ich die kommenden Tage auch für euch testen und nehme ich mal mit. Die Cola-Flushies, ja, das wird nach Cola schmecken und das kennt man ja. Aber von Lachgummi eine Cola-Sorte ist auch neu. Ich nehme die beiden jetzt einfach mal mit und werde da ein Testvideo zu machen. Blanchierte Walnusskerne, also das habe ich auch noch nicht gehabt. Also normalerweise haben die außen immer noch so eine Schale. Also jetzt, sie sind schon freigelegt, aber. Und hier haben wir einmal einen Kuchenriegel. Das ist wohl so eine Nachmache von hier Dings. Ah, wie heißt das? Yes, Nestle von diesen Torti-Dings. Ihr wisst, was ich meine. Und Aktion 1,49, da haben wir einmal alles von Milka. Irgendwie so diese Kuchen-Gebäck-Dinger. Hier einmal, wie heißt das hier? Was ist das für eine Sorte? Schock, Schock. Die habe ich auch mal probiert. Aber ich weiß nicht, ob ich da ein Testvideo zu gemacht habe. Den Schoko Brokkie, also das stelle ich mir sehr langweilig vor. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den schon probiert habt. So neu ist der jetzt auch nicht mehr. Und dann haben wir hier unten noch einmal die Milka Minis, die Mini Cakes und Softmo. Wie gesagt, alles für 1,49, egal was ihr euch davon aussucht. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Von Haribo haben wir einmal einen Candy Bar Aufsteller. Neue Sorten sind da jetzt nicht bei. Aber wie gesagt, alles gerade im Angebot. Hier haben wir einmal die sauren Brenner. Dann Ballaballa, das kennt man ja. Die Haribo Kirschen oder die Haribo Cherries, die gehen ja auch eigentlich immer. Und hier die Wassermelonen. Also wer die noch nicht probiert hat, die Wassermelonen. Ich finde die Honigmelonen ja viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr wiederkommen. Die waren gut.
Die Wassermelonen finde ich jetzt nicht so interessant vom Geschmack her. Die waren nicht so gut. Ja, apropos hier, was soll das hier? Also die Milchpreise liegen immer noch über 1 Euro. Ist das jetzt der neue reguläre Preis für immer oder geht der Preis nochmal wieder irgendwann runter auf einen normalen Preis, Leute? Es lässt sich spekulieren. Naja, gut, hier haben wir einmal. Laufen wir einmal an der Gemüseabteilung vorbei. Ich brauche noch Äpfel, die sind, glaube ich, auf der anderen Seite. Und das leuchtet hier alles schon sehr, sehr rot. Auch die Paprika hier sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, und oh, das riecht hier nach Porree. Wie gesagt, ich habe hier gerade mir noch eine Apfeltüte mitgenommen. Sie sind nicht im Angebot, aber ich habe zu Hause keine mehr. Von daher muss ich auch einmal so eine Apfeltüte kaufen, die nicht im Angebot ist. Und Heidelbeeren werde ich mir hier auch noch mal welche von mitnehmen. Und die weißen Milchmäuse gibt es bei mir immer noch nicht. Es gibt jetzt die Sorte mit Erdbeere, die auch mal limitiert war. Die ist mittlerweile im Dauersortiment, aber die weißen Milchmäuse, ich bin jetzt in zwei verschiedene Städte gefahren, aber kein Aldi Nord hat sie. Also wird das mit dem Testvideo wohl auch leider nichts mehr, Leute. Dann gibt es hier noch einmal von Mosaro diese neuen Pralinen. Die gibt es ja schon in den normalen Sorten. Hier haben wir einmal eine neue Sorte mit Erdbeere. Dann haben wir hier noch mal eine neue Sorte mit Kokos. Dann gibt es auch noch eine Mischung und mit Mango. Ihr erinnert euch bestimmt an die Lindor-Kugel mit Mango. Und das ist einfach so eine Nachmache, einfach in einer günstigeren Variante. Einfach nur nachgemacht, aber gut. Ja, Leute, ich mache mich jetzt langsam auf den Weg zur Kasse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst immer nie, einen Daumen am Ende des Videos dazulassen. Ich finde, ich habe immer sehr wenig Daumen dafür, dass sich so viele Leute die Videos angucken. Also nicht vergessen.